In den Jahren 1926 bis 1928 nach altitalienischen Vorbildern von Oberammergauer Meistern geschaffen. Sie sind in einer historischen Landschaft mit einer Fläche von ca. 25 Quadratmetern integriert. Lassen Sie uns mit der Besichtigung links gegenüber der Eingangstür beginnen. Christian. Geradeaus im Hintergrund sehen Sie den See Genezareth. Die weißen Häuser links sind ein Teil der Stadt Tiberias, der Geburtsstadt des heiligen Petrus. Das Gebirge gehört bereits zum Libanon. Auf dem See Genezareth ist ein Fischer mit seinem Segelboot bei der Arbeit. Vorn an einem Teich sitzt Petrus als Fischer mit einem Tauchnetz. Am Ufer hinter ihm suchen Störche nach Nahrung. Wo ist denn der? Gegenüber reizt ein Flamingo seine Flügel. Also, weiter vorne sind zwei Krokodile. Immer wieder reißen sie hungrig ihre Rachen auf. Cool. Rechts im Vordergrund bietet ein Brothändler seine Waren an. Hammer. Gehen Sie nun einen Schritt weiter. In der Höhle unter dem Felsen ist eine Schmiedewerkstatt eingebaut. Ah ja. Vor der Schmiede wird ein Esel beschlagen. Der Hund in der Nähe wedelt freudig mit dem Schwanz. Oh, süß. Guck mal. Niedlich. Vor der Werkstatt sitzt ein Aussätziger. Mit der Gebärde seines Arms bittet er um eine milde Gabe. Ja. Weiter rechts, der Aussätziger. Das Heilige Land war zur Zeit der Geburt Christi von den Römern besetzt. Gar nicht. Auf dem Kastell dreht ein römischer Soldat unermüdlich seine Runden. Gut, danke. Ein anderer Wachposten beobachtet die Umgebung, ohne sich von der Stelle zu rühren. Ah, da oben der Rote, ja, alles klar. Vor dem Kastell schenkt ein reicher Jude einem Bettler ein Kleidungsstück. Die Frau des Juden betrachtet wohlwollend vom Hauseingang aus die Szene. Im Vordergrund bringt ein Händler mit einem Esel Holz in die Stadt, um es zu verkaufen. Der angesprochene Mann schüttelt den Kopf, er braucht kein Holz. Vor dem Kastell grast eine Ziegenherde. Zwei Böcke springen einander an. Auf dem Wandgemälde im Hintergrund sind links zwei Pyramiden zu erkennen, die an das ferne Ägypten erinnern. Davor liegt eine sonnenbeschienene Wüstenlandschaft mit dem Jordanfluss. Hier wird später Jesus von Johannes getauft werden. Da, wo diese Kamele sind, Christian? Vor dem Jordan ist eine mit vielen Waren beladene Kamelkarawane zu sehen. Ah, ja. Diese Karawanen ziehen in der Wüste von Oasendorf zu Oasendorf, um Handel zu treiben. Oh, Holzhacken. Auf dem Platz davor sind Szenen aus dem damaligen täglichen Leben dargestellt. Ganz im Vordergrund sind drei Sklaven vor einem Pflug gebunden und werden zur Feldarbeit gezwungen. Drei Sklaven? Rechts davon bringt ein Händler Gemüse in die Stadt. Immer wieder schlägt er auf seinen Esel ein. Ah, okay, alles klar. Muss man erstmal suchen hier. Gleich dahinter bläst ein Hirte seine Flöte. Zwei Sklaven sind als Zimmerer beschäftigt und behauen einen Balken. Von einem Kamel werden gerade Steine abgeladen. Daneben arbeitet ein Steinmetz. Eine andere Szene zeigt, wie mühsam es damals war, Bretter zu sägen. Sklaven schleppen Steine und Balken zu einer Baustelle. Sie alle arbeiten im Auftrag der Römer am Ausbau des Kastells.
Ein Sklave ist unter seiner Last zusammengebrochen und wird von einem Aufseher geschlagen. Rechts daneben schleppt ein schwarzer Sklave zwei mit Wasser gefüllte Krüge. Ah, da hinten. Frauen holen Wasser aus einem Felsenbrunnen. Ja, mach den mal größer. Sie tragen es in Steinkrügen auf der Schulter oder auf dem Kopf zu ihren Häusern. Immer wieder ziehen hinter einem Vorreiter die heiligen drei Könige vorüber, die Weisen aus dem Morgenland. König Melchior ist der mit dem roten Mantel. Mit einem gelben Umhang ist König Balthasar bekleidet. Der dritte ist der Mohrenkönig Kaspar. Das letzte Kamel ist mit den Geschenken für das Jesuskind beladen, mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Der Stern am Himmel zeigt der Karawane den Weg zur Krippe. Ja, Hammer. In der Tempelruine ist der Stall von Bethlehem dargestellt. Mega. Über dem Stall schweben Engel. Rechts am Eingang zur Krippe steht Josef mit einer Laterne. Das Christuskind liegt in einer Wiege und wird von einem Engel geschaukelt. Maria betrachtet liebevoll ihr göttliches Kind. Ochs und Esel bewegen ihre Köpfe und fressen aus dem Bach. Links vor der Krippe wird ein Blinder von einem Knaben geführt. Der Knabe deutet auf das Jesuskind. Der Blinde wendet den Kopf, als versuche er, den verheißenen Messias zu sehen. Ganz im Vordergrund hüten Hirten ihre Schafe. Die zwei Tiere links bewegen neugierig die Köpfe. Wo sind die Hirten? Weitere Hirten wärmen sich die Hände aus dem Feuer. Bitte? Das hört man, das ist kein Ganz Licht. Rechts am Felsen schaut ein Hirte zu dem Engel auf, der der Welt die Geburt Christi verkündet. Im Hintergrund erkennt man die Stadt Bethlehem, wie sie wohl zur Zeit der Geburt Christi ausgesehen hat. Soweit unsere Hinweise zur mechanischen Krippe. Nun können Sie sich in Ruhe noch Einzelheiten ansehen. Wir danken für den Besuch. Ich schaue mal noch mal von vorne her, bis dann. Müsste ich noch mal detailgetreuer gucken. Du kannst hier unten auch sehen, wie das funktioniert. Bitte mal, wie lange läuft deine Musik noch? Liebe Besucherin, lieber Besucher. Der eingetragene Verein Mechanische Krippe Oettingen hat dieses Kleinboot wieder aufgebaut und renoviert. Der Aufwand war enorm. Um auch weiterhin die Krippe einem breiten Publikum bei freiem Eintritt zugänglich machen zu können, sind wir auf Ihre großzügige Spende angewiesen. Dafür finden Sie am Ausgang eine Spendenbox. Vergelt's Gott und auf Wiedersehen. Ja, schon krass, ne? Dass du denn sowas hast halt eben. Mal gucken, wie lange die uns hier noch gucken lassen. Siehst du, wie die. Also, jetzt ist vorbei schon. Soll ich mal einschalten? Was denn? Was hast du gemacht? Hier ist der Elektromotor und da sind die ganzen Schnüre. So, bitte mal. Hier ist der Elektromotor und die ganzen Schnüre. Ne? Ja, nee, ich will hier nochmal Detailgeräusch nicht einschalten. Ich will nochmal gucken. Achso, das ist aus, ja? Mhm. Na, dann fängt er von vorne an. Aha. Ich dachte, du musst es wieder aufdrücken. Naja, dann fängt er von vorne an. Geht wahrscheinlich auch das Licht bald auf, wenn
vielleicht so. Gut, nee, wir haben ja schon ein bisschen gesehen. Wir lassen das mal, das ist jetzt gerade auf 10 Minuten, also das reicht erstmal.